Hallo. Also ich strecke gerade meinen Arm komplett aus und ist trotzdem noch ein bisschen zu nah rangezoomt, obwohl ich komplett rausgezoomt bin. Finde ich zumindest. Jedenfalls lieber noch ein Quick-Video als gar kein Video. Und zwar, wir leben alle in einer Illusion, aber wir kommen nicht daraus. Wir kommen niemals daraus. Das mag jetzt eventuell deterministisch klingen und ich bin auch der Meinung und auch Freund von der Ansicht, dass halt alles möglich ist und alles frei ist. Aber um die Sache zu erklären, wenn du aus der Illusion raus willst oder rauskommst oder halt meinst, rausgekommen zu sein, dann ist das, was dabei eigentlich passiert, eigentlich nur die Erkenntnis, dass du gar nicht existierst. Da du nie existiert hast, kannst du oder das, was du als dich wahrnimmst, auch nicht daraus. Wenn du halt glaubst, da raus zu sein, in dem Moment existierst du nicht mehr, beziehungsweise du erkennst, dass du nie existiert hast. Dann bist du einfach quasi Gott. Aber du selber bist dann nicht aus der Illusion rausgekommen. Du hast dann selber nur erkannt, dass du gar nicht existiert hast und eigentlich Gott bist. Das ist eigentlich der Prozess. Und das kann sehr hilfreich sein. Und das strebt man auch eigentlich damit an, indem man sich selber sagt, ich will jetzt aus der Illusion raus, aber man ist es quasi im Prinzip nicht. Und wenn man halt glaubt, daraus gekommen zu sein und damit erkennt, dass man nie existiert hat, existiert man halt trotzdem weiter, aber halt in der Illusion. Und das ist ja genau das Charakteristika der Illusion, dass es halt eigentlich gar nicht existiert. Aber die Illusion von dir selber, die existiert auch weiter, auch wenn du halt die ganze Zeit da rauskommen möchtest und so weiter. Deswegen ist man so halt quasi immer in der Illusion letztendlich. Aber was halt auch nicht schlimm ist, weil das halt auch der Sinn der Illusion ist. Und es gibt halt nur, es kommt halt nur darauf an, was du in dieser Illusion halt erleben möchtest, was du für Erfahrungen machen möchtest, was du manifestieren möchtest. Das ist halt Sinn und Zweck der Illusion. Ja, ich finde das auf jeden Fall ein sehr befreiender Gedanke, auch wenn das